Also irgendwas passt hier nicht so ganz zusammen. Die Märkte erwarten nämlich, dass die Fed die Zinsen senken wird, nachdem ja schon die EZB, die kanadische und die australische Notenbank die Zinsen gesenkt hat. Die Fed Fund Futures preisen das ein, die Optionsmärkte preisen das ein. Aber warum steigt dann der Dollar immer weiter? Höchster Stand seit November. Warum fällt dann Bitcoin latent in letzter Zeit? Ein Liquiditätsasset, das eigentlich profitieren müsste von sinkenden Zinsen. Warum steigen jetzt wieder die Renditen für US-Staatsanleihen? Passt irgendwie nicht zusammen und wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen. Aber eins scheint klar, wir haben jetzt aus zwei Währungsräumen von den Notenbanken, die die Zinsen jetzt gesenkt haben, nämlich Kanada und Australien, höhere Inflationsdaten bekommen und das wird sich die Fed sehr genau anschauen, denn die ist natürlich mentalitätsmäßig den Kanadiern relativ nah, auch was die Wirtschaftsstruktur betrifft. Ähnliches gilt für Australien, man versteht sich sprachlich etc. Also das dürfte durchaus Einfluss haben. Der Dollar steigt, das macht deswegen schon Sinn, aber anderes an den Märkten macht nicht Sinn. Diese Tech-Dominanz, die wir derzeit sehen, bekäme, wenn die Zinsen nicht irgendwann mal sinken, doch ein Bewertungsproblem, aber schauen wir uns die ganze Chose mal an. Wir haben folgende Headline heute: Market spooked by Big Bad Fed will cut 300 basis points bis zum ersten Quartal 2025. Also da wird massiv gewettet, dass die Fed die Zinsen bis zum ersten Quartal, was ja gar nicht mehr so lang hin ist, nächsten Jahres um sage und schreibe 3% senkt. Warum aber sollte sie das machen, wenn nicht die Wirtschaft deutlich nachlässt? Das ist sozusagen das, was jetzt viele, naja, so ein bisschen ins Grübeln bringt. Wir sehen, dass hier diese Wetten eben doch ziemlich heftig vonstatten gehen. Und dann lesen wir auf der anderen Seite solche Headlines von Bloomberg zum Beispiel. Die US-Futures fallen, weil Fed-Offizielle die Zinssenkungshoffnungen abkühlen. Und das ist eine etwas seltsame Headline, aber bringt so das ganze Chaos ein bisschen auf den Punkt. Denn gestern, das war gestern, als die Märkte ja gestiegen sind, vor allem die Tech-Aktien, aber auch S&P 500, da sehen wir, dass eine Miss Bowman ja gesagt hat, also ich sehe gar keine Zinssenkung, sondern vielleicht sogar eine Zinsanhebung. Also da wird dann im Grunde etwas, was gestern passiert ist, gestern niemand scheinbar interessiert hat, wird heute dann für die zwischenzeitliche Schwäche der US-Futures genutzt. Aber wir hatten eben jetzt heute Nacht die australischen CPI-Daten mit 4% deutlich über der Erwartung nach, zuletzt eben auch Kanada. Und hier sehen wir das nochmal. Diese Wetten, die hier eingepreist werden, das ist schon ziemlich heftig. Also da müsste die Inflation schon geradezu von der Klippe fallen, damit man das rechtfertigen kann, oder eben die Wirtschaft von der Klippe fallen. Eins von beiden. Beides ist allerdings nicht so fürchterlich wahrscheinlich, wenn wir uns eben jetzt die kanadischen und die australischen Inflationsdaten anschauen. Auch Volkswirtschaftler, Analysten erwarten jetzt Zinssenkungen. Man erwartet jetzt September. Manche sagen sogar Juli, also es wird bald soweit sein. Ich hatte vorhin das Bild eingeblendet, wie der Esel der Karotte hinterherhängt oder hinterherläuft. Das Ganze haben wir im Grunde schon seit 2022 tausendmal gehofft. Tausendmal ist nichts passiert und deswegen sehen wir den Dollar auf dem höchsten Stand seit November. Wir sehen die 10-jährige Rendite, ist wieder über 4,3%. Hier stehen also Renditen steigen, Dollar steigt, Zinshoffnungen steigen auf der einen Seite. Dann solche Headlines, Zinssenkungen sind abgekühlt, passt nicht zusammen. Hier sehen wir den freien Fall des japanischen Yen, niedrigster Stand seit 1986. 1986 waren diese beiden Herren so praktisch das ultramoderne Männerdesign. Sie kennen das sicherlich, Don Johnson und so weiter. Und der Zero Hedge fragt hier durchaus ironisch: Bananenrepubliken fragen Japan, wie man am schnellsten seine Währung zerstört. Wir dürfen wir nicht vergessen, die Japaner betreiben Quantitative Easing im Prinzip nach wie vor, kaufen also Anleihen, haben mehrfach schon interveniert, erfolglos interveniert gegen die Yen-Schwäche. Also irgendwie ist das natürlich schon ein ziemlicher Mist, der da passiert. Das zeigt, dass MMT, Modern Monetary Theory, nicht funktioniert. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen in die USA,
Da macht sich die Fed vielleicht auch Sorgen über solche Dinge, nämlich Reshoring, also die Wiederverlagerung der Produktion zurück in die USA. Das gilt auch für Europa. Hier sehen wir mal in den Earnings Calls, was die sagen. Das ist deutlich angestiegen. Immer mehr Unternehmen also in den USA sagen, ja, wir bringen die Produktion wieder zurück. Das ist natürlich gut für die Wirtschaft, aber eben auch inflationstreibend, weil du kannst in den USA nicht so günstig produzieren wie vielleicht irgendwo in Fernost. Und eine andere Sorge der Fed dürfte jetzt sein, dass wir heute etwas erlebt haben, was so noch nicht passiert ist, nämlich die bestehenden Häuser, also ein gebrauchtes Haus, könnte man sagen, ist jetzt im Preis höher erstmals als ein medianes neues Haus, also als ein neu gebautes Haus im Median, und das steht auch zum Durchschnitt. Und hier sprechen manche von dem Coyote-Moment. Wile E. Coyote aus dieser Comicserie, Ben Bernanke, hatte das mal gebraucht, diesen Begriff sozusagen, ein Gamechanger, wenn etwas von der Klippe fällt. Und dieses Bild hier versucht das zu verdeutlichen. Fällt der Immobilienmarkt von der Klippe? Manche sagen, jetzt wird es gefährlich, denn wir hatten ja gestern die Meldung, dass KKR gesagt hat, wir investieren jetzt dick in Apartment-Buildings, also in Mietwohnungen. Wir kaufen da jetzt ganz viele. Warum machen die das? Na, weil sie steigende Mieten erwarten. Steigende Mieten aber sind ein Problem für die Fed, weil inflationstreibend, das ist genau das Problem. Wir sehen heute in den Daten, Verkäufer neuer Häuser, haben wir jetzt den Bau von Einfamilienhäusern, ist so schwach gewesen wie sehr, sehr lange nicht mehr. Nur in Corona war das zwischenzeitlich, kein Wunder, noch ein bisschen schwächer, aber ansonsten so schwach wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Also das sind alles so Faktoren, die irgendwie schwer einzuordnen sind, auch wie der Fakt, dass der VIX latent gestiegen ist seit Mai. Und der S&P 500 auch. Normalerweise ist das ja latent gegenläufig, aber wir haben Tech versus the Rest. Und wir sehen dann solche Headlines auch von Bloomberg wie Stocks fall as broadening out of big tech fails, also sozusagen die Verbreiterung der Rallye jenseits der Tech-Werte. Nvidia sogar heute mal im Minus, ja, wer hätte das gesagt, aber gedacht, aber dafür haben wir eine Apple, eine Amazon und selbst eine großartige Tesla, weil wahrscheinlich dann im Jahr 3829 das erste Robotaxi von Elon sehen werden. Und da kann man ja schon mal drauf spekulieren, nicht wahr? Auch wenn jetzt alle sagen, inzwischen alle Analysen, Häuser, dass die Absatzzahlen deutlich niedriger sein werden von den existierenden Autos, gell? Aber der Elon, der spricht ja gerne über die kommenden Autos, die dann in ein paar, ich sag einmal, Jahrtausenden dann kommen werden. Und das Lustige ist, die Anleger glauben ihm das, gell? Die Investoren, das ist, hat er echt im Griff, muss man sagen, dieser Mann. Und so entsteht an den Märkten, wenn nur Tech steigt und die meisten anderen nicht steigen, die paradoxe Situation, dass wir jetzt, was die Stochastik betrifft, sehen, dass wir im Grunde so überverkauft sind wie seit Oktober 2023, da waren wir beim S&P 500, glaube ich, bei 3500 Punkten, also das war deutlich tiefer. Und das, wo wir praktisch komplett in Sichtweite am Allzeithoch sind beim S&P 500, passt hinten und vorne nicht zusammen. Und wir sehen ja, dass immer weniger Aktien eigentlich diese Rallye mitmachen. Und Figuring Out Money hat gezeigt, dass das immer wieder in Perioden der Fall ist. Manchmal kann das Jahre dauern, dass sozusagen der breite Markt das nicht mitmacht. Manchmal knallt es richtig, manchmal knallt es nicht. Also das ist eben die Frage, wird es knallen, werden diese Widersprüche sich irgendwann auflösen oder nicht? Widersprüche wie zum Beispiel, dass wir gestern einen positiven S&P 500 hatten, aber 80% der Aktien im S&P 500 um durchschnittlich 1,3% gefallen waren. Das ist ja schon absurd, aber alles ist Tech, 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 Tech. Und da sehen wir aber, dass die Cashflow Yield, so muss das heißen, Cashflow Yield, dass die so niedrig ist wie noch nie. Also das ist dann auch ein kleines Bewertungsthema. Aber diesmal, meine Damen und Herren, ist alles anders. Wir haben Bitcoin gesehen, wir haben die Tulpenmanie gesehen, hier sehen wir Nvidia. Diesmal wird es komplett anders sein. Nvidia wird immer steigen. Und so long run, zumal hier auf CNBC jetzt einer sagt, also als Kaufargument für Nvidia, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis
von Nvidia sei nicht so hoch wie damals bei Cisco. Ne? Also hätte mir der Mann das vorher gesagt, ne? Ich hätte niemals mich kritisch über die Bewertung von Nvidia geäußert. Ne? Hat er aber nicht und jetzt stehe ich da, natürlich blöd. Ne? Scheiße, das Argument habe ich gar nicht bedacht. Ich muss mich entschuldigen, gell? Also manchmal, das ist so naheliegend, gell? Es ist nicht ganz so hoch wie bei Cisco, bei Vorplatzen der Dotcom-Blase. Ne? Also manchmal sind die Dinge einfach. Aber heute, meine Damen und Herren, nachbörslich muss jetzt Micron, auch ein Chipkonzern, der ja doch relativ viel auch in China Absatz hatte, sagen wir mal so, der ist rückläufig, die Aktie auch deutlich gestiegen. Also das wird diese ganze KI-Euphorie jetzt auf den Prüfstand stellen. Bestätigung, ja oder nein, da muss Micron schon gut liefern. Und jetzt schon Spannung vor der Diskussion oder der Veranstaltung zwischen Biden und Trump in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Jetzt die Frage, ja, was würde denn passieren, wenn jemand aus dem Rennen ausscheidet von Biden? Also entweder Trump oder Biden. Biden wahrscheinlicher, erstens, weil er noch seniler ist und zweitens, weil wahrscheinlich hinter den Kulissen die US-Demokraten schon überlegen, Mensch, wenn er das vergeigt hier, wenn er da wieder seine Aussätze hat, dann könnte es sein, dass sie da irgendwie noch aus dem Hut zaubern müssen. Kurz vor Schluss, jetzt wechseln wir nochmal schnell nach China, meine Damen und Herren. Da Warnzeichen für die Wirtschaft, Anleiherenditen in China auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren. Und das ist nichts anderes als ein Misstrauensvotum der Investoren, die sagen, also das mit der Wirtschaft, das wird nichts. Ne? Da kaufen wir den sicheren Hafen, das ist die Anleihe, deswegen fallen da Renditen. Und auf der anderen Seite lässt man auch immer mehr den Yuan aufweichen, also abwerten. Das sieht man am Fixing, da wird man immer großzügiger. Und jetzt hat das chinesische Kabinett gesagt, also wir müssen jetzt mal langsam mehr ausländisches Investment wieder anziehen. Und dann spöttische Bemerkung hier auf Twitter. Das wird wohl nur gelingen, wenn ihr Hedgefondsmanager kidnappt. Das zeigt so ein bisschen die Lage. Weniger lustig ist die Situation offenkundig jetzt im Libanon. Hier warnt das Auswärtige Amt alle Deutschen sofort raus. Die Lage sei sehr angespannt. Es riecht so ein bisschen nach Krieg und die Hezbollah ist ja eine andere Hausnummer, was die Waffentechnik betrifft. Das könnte also dann wieder diesen Nahostkonflikt einmal mehr sozusagen entzünden. Und wenn wir nochmal nach Deutschland kommen, es gibt ja viele, die sagen, ah, wir müssen ja Schulden machen, gell? Schulden, 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 weil die Schuldenbremse macht keinen Sinn. Jetzt schauen wir uns aber mal an, wie stark sich zwischen 2019 und 2024 jetzt die Belastung etwa durch Zinsen erhöht hat, nämlich um 21%, nur soziale Sicherung und Versorgungsausgaben mit 35% noch mehr. Und das wird nicht wenig, weil einfach die strukturelle Inflation verhindern dürfte, dass die Zinsen wieder ganz niedrig werden, so wie wir das in dieser absurden Nullzinsphase hatten. Abschließend, meine Damen und Herren, jemand, der die Dinge ähnlich sieht wie ich, gell? Vielleicht glauben Sie ja, der Fugmann ist verrückt, gell? Weil wie kann man denn irgendwie an dieser KI-Blase zweifeln? Das ist überhaupt keine Blase, ja? Das ist ja ganz am Anfang. Aber dieser Herr, das ist Reinhard Panse, der redet ähnlich wie ich und ich finde, der ist sehr klug, sehr nüchtern, sehr analytisch. Unbedingt anschauen, erste Empfehlung unter dem Video und teilen über Social Media, über diese Button, die Sie da oben sehen. Und die zweite, wird kaum berichtet, wird nicht berichtet eigentlich in Deutschland. ChatGPT wird seinen Dienst in China einstellen. Das wird für viele KI-Entwickler in China ein Riesenproblem werden. China wird über Jahre, wie manche sagen, dadurch zurückgeworfen. Das ist natürlich Teil der Strategie der USA, hier China klein zu halten in Sachen KI. Auch das hochinteressant. Zweite Empfehlung. Jetzt sage ich Servus und Ciao.